Willkommen bei dem nächsten Indie-Mashup. Wir fangen an mit Scary House. Es soll Räume haben, die uns erschrecken, wie der Name schon sagt. The House Demo. Scroll forward. Okay, wir haben ein Inventar, wir haben Waffen. Okay. Damit hätte ich jetzt... Okay, also das Bild ist schon echt gruselig. Also hier. The House Demo. Ja, dann schauen wir mal. Press any key. Okay. So. You just came from outside. Ja, gut. Ui, die Sensitivity ist krass hoch. Besser. Der Himmel ist schön. Okay, eine Nachricht. Horror. Classified. Steel Classified. Okay, du hast das. Was? Okay, also das ist wohl eher von der Entwicklung, dass man das Horror First Person Kit gekauft hat. Okay, wir. Okay, das ist cool. Okay, da war eine Ratte. Wieso ist hier eine Ratte? Ja. Was ist denn das für eine... Buddha. Was ist denn das für eine Frage? Wieso ist hier eine Ratte? Oil Bottle. Okay, wir haben jetzt Oil. Taschenlampe wäre ganz schön, bevor wir hier eigentlich... Aber es ist ein bisschen dunkel. Okay. Also, wir haben jetzt ein Öl gefunden. Da ist die Ratte entlang gelaufen. Gott, da war irgendwas anderes. Okay, wir sollen den Strom wieder anmachen. Ist einfach... Ja, okay. Wir brauchen den Sicherungskasten, den wir aber noch nicht gefunden haben. Vielleicht können wir da dann gleich hochklettern. Okay, ich muss einen Schlüssel finden. Lies. Ich wollte es nicht tun, Entschuldigung. Steht das bitte? Ah, da. Okay. Also ich wollte lügen, ich wollte es nicht tun. Sorry. Entschuldigung, Bastjo. Schauen wir mal, was du nicht machen wolltest. Ah. Okay, wir können die Öllampe mit Öl befüllen und dementsprechend dann Licht haben. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Und jetzt sieht es ja für mich so aus, als ob man hier... Okay. Hallo, ist hier jemand? Nein, gut. Wir sind auf jeden Fall... Oh, wir können sogar... Krass, okay. Oh, ich hab... Ich wollte eigentlich die Kiste nehmen. Aber wir haben scheinbar... Okay, wir haben auf jeden Fall wieder Strom. Und wir haben jetzt die Kiste... da war doch... War da nicht gerade eine Tür? Und was ist das für eine riesen Waschmaschine? Wenn wir jetzt mal von dem Standard 1,80 Mann ausgehen. Alter. Okay. Kann man machen. Oh, und ich sehe es gerade, hier unten links haben wir eine Energieleiste. Okay, jetzt ist die Tür wieder da. Jo. Okay, das ist ganz cool.
Hi. Komm. Ja, jetzt haust du ab, ne? Ja, dachte ich mir. Da hat er Angst bekommen. Das ist ein, ja. Book. Okay. What the way? Oh. Kollege, dein, was du da ein Licht machst, ist jetzt nicht so wild, ne? Kann ich jetzt hier, okay, also ich bin automatisch jetzt hier richtig gelaufen. Okay, wir haben jetzt auch noch. Okay, es ist schon mal ganz cool, dass die Batterien verbraucht, die Taschenlampe. Obwohl das ja in Horrorspielen immer viel zu krass ist, was die an Batterien fressen. Ich meine, wie oft habt ihr in eurem Leben schon mal Taschenlampenbatterien gewechselt? Okay, die Leiche ist wieder weg. Old Chest, ja. Kann ich dich aufmachen? Ja. Monster at Woods. High Quality, don't watch. Ja, das kennen wir ja schon von so ein paar Horrorspielen. Okay, krass, was wir da alles an Inventar haben. Schaut euch das mal an. Medizin. Ah, das kann man mit Medizin. Wie funktioniert das jetzt? Combine. Ah, okay, jetzt haben wir. Jetzt verbraucht es gleich mal 60 HP, heilt uns das. Stoppt Bluten und heilt 15. Okay, krass. Also, Monster at Woods, don't watch your G-Beam. Ich habe eine Axt. Okay, das sieht cool aus. Ich habe bis jetzt noch kein Monster gesehen. Aber ist das ein echtes Video? Grafisch sieht das echt aus, ne? Okay, schön war's. Grafisch sah das jetzt echt gut aus. Habe ich eigentlich nie ein Licht angemacht, aber gut. Locked from the other side. War ich hier schon? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich sollte die Sache vielleicht mal auflassen. The door is locked.
Na gut, dann. Habe ich hier jetzt vielleicht einfach noch was übersehen? Mach das Ding aus. Alter, ist der schnell. Ich wollte gerade sagen, da führt eine Treppe hoch, aber nee, du. Nee, ich habe hier nichts übersehen. Ja, die Lampe verbraucht natürlich auch brutal schnell und viel Öl. Trends zurückspulen und nochmal angucken. Na dann konzentrieren wir uns mal nochmal drauf, ob wir da irgendwas jetzt entdecken, was uns hilft. Dreht er sich ja gleich um, weil er was hört. Warum ist Mao um 1.28 Uhr nachts allein im Wald? Beste Blair Witch-Manier. Okay, ja, nee, man sieht also nichts. Da war ja nur das Videokassettchen drin. Sonst ist hier nichts in dem Teil. Nee. Na gut, schauen, wenn ich da jetzt irgendwo. Hier ist ja Strom nur und diese seltsame Riesenwaschmaschine. Also auf die komme ich am wenigsten klar hier. Ich weiß ja nicht, die Holztür. Oh. Hä? Was? Okay, dann können wir auch wieder Medizin herstellen. Wir können ganz schön viel Medizin herstellen. No inventory space. Ja, das sage ich auch, das ist der Creepy Show, hey. Seems to be locked from the other side.
setzen jetzt einfach mal die Schubladen auf, damit wir schon wissen, was wir gemacht haben. What the fuck? Das bin ich, naja. Hier irgendwie draufschlagen. Nein. Hier nochmal nur Play. Kann man auch sonst nichts weitermachen. Da ist auch nichts sonst. Die Schublade funktioniert nicht. Okay, zurück geht's auch nicht mehr. So, man hört's Radio. Blocked from the other side. Okay, ich bin leider jetzt vollkommen überfragt, wie es weitergeht. Aber so richtig. Ich weiß nicht, was ich übersehe. Okay, ich kann die anderen Bücher auch noch anschauen, die am Boden liegen. Nee, nur das noch. Kann ich die zwei besonders anschauen? Ja, Tür. Ist hier was dahinter? Nein, auch nicht, ne? Ne, liebe Leute, ich bin jetzt vollkommen überfordert. Ich finde einfach nicht, wie es weitergeht.
Ja, schauen wir mal. Ich mache mal kurz einen kurzen Break, ob ich jetzt irgendwas rausfinde. Okay, da bin ich wieder. Hab jetzt leider absolut nichts rausfinden können, wie es jetzt hier weitergeht. Was man noch machen könnte, wie wir da... Lackert. Ja, genau, also ich habe gerade mal gegoogelt, ob man da irgendwas findet. Leider gibt es da noch nichts dazu. Und ich finde halt absolut jetzt nichts, wie es weitergehen könnte. Wir gehen jetzt einfach nochmal alles schnell mit der Taschenlampe ab. Ob wir irgendwo was finden. Die Bücher hier. Ich meine, ich kann die Bücher ja nicht mal mitnehmen, um die irgendwo vielleicht wieder einzuordnen. Vielleicht hätte auch irgendwie was wieder passieren müssen, nachdem wir das Video angeschaut haben. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal, wir lassen jetzt mal das Video laufen. Ob vielleicht deswegen irgendwie eine Tür aufgeht oder so. Nein, die Türen sind auf jeden Fall noch zu. Lock from the other side. Einzige, was wir ja noch mitnehmen können, ist, ich warp jetzt mal das Herb. Jetzt haben wir einen Apfel. Ja, okay, ist einfach nur das Herb jetzt verschwunden. Ja, wow. Oh. Können unsere HP hochpushen. Ich habe gefühlt gerade irgendwas gehört. Es klang eigentlich wie das eine Radio vom Anfang. Aber das ist aus. Telefon ist tot. Es kam eigentlich von der Richtung hier. Ob ich hier jetzt ein Radio hätte, aber... Nee. Nee, ich finde nichts. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nochmal mit der Taschenlampe durch, ob wir irgendwo was sehen. Leider nicht. Das Spiel hat aber einen richtig guten Anfang gemacht, also keine Ahnung, ob jetzt hier einfach nur ein Bug ist, dass jetzt hier hätte was passieren sollen, nachdem wir das Video geschaut haben. Davon gehe ich eigentlich aus, dass wahrscheinlich nach dem Video irgendwas hätte passieren sollen, ein Monster durchs Fenster oder irgendwie sowas. Das ist meine Vermutung. Ich werde es vielleicht nochmal einfach anspielen, zum Schauen, ob es irgendwie wirklich ein Bug war. Aber falls ja, werde ich nochmal ein separates Video dazu machen. Extra deswegen.
macht er auf jeden Fall atmosphärisch vieles richtig. Also, ich war eigentlich von dem begeistert. Okay, dann schauen wir mal, was das nächste Video uns bringt. Mit welchem Spiel es wohl weitergeht. Willkommen bei Ravings. Das ist auch die Demo zu dem Spiel. Wir starten einfach direkt rein. Es ist eine der besten Demos, die jeweils gemacht wurden. Okay. Wir haben im Prinzip das gleiche Steuerungsschema jetzt wie eben gerade eben in Scary House. Ich dachte gerade schon, also wir haben auch das gleiche Inventar und so. Ich dachte jetzt auch schon, wir sind jetzt auch im gleichen. Okay, wir können... Okay, warum ist hier eine Ratte? Erkennt ihr gerade ein Muster? Ja, schon, ne? Also ob wir es gleich nochmal spielen. Okay, 1986, 19. Mai. Meine Erinnerungen sind ziemlich unklar. Und vielleicht auch mit Fehlern, aber ich kann mich erinnern. Ich bin den Gang entlang gelaufen und habe Scarlett gesehen. Sie ist wie eine richtige Königin gekleidet. Und wir wissen eigentlich schon, wie wir das alles hier einrichten. Oder. Wow. Wunderschön eingerichtet. Noch ein Zettelchen. So. Mai 26, gerade eben war 19, das ist eine Woche später. Wir planen ein Kind. Die Möbel, die wir gekauft haben, ist sehr schön. Wir sind zusammen ins Hospital, um uns durchchecken zu lassen. Und der Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, hat mich gewarnt, dass ich vielleicht Halluzinationen bekomme durch meine psychologische Krankheit oder halt durch meine psychologische Gesundheit. Aber wie sage ich das nur Scarlett? Ich kann es, ich kann damit umgehen. Find the key. Okay. Habt ihr auch gesehen, ne? Rotlicht stark. Okay, find the key. Hier ist wohl. Schöne Küche. Schön offen hier mit. Wieder. Okay, dieses Türensystem. Mit dem kämpfe ich noch ein bisschen. Okay, hier ist ein Passwort, was wir finden müssen. Hallo? Okay, ja. Ah, das Buch, okay. Haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, das Buch. Hier wahrscheinlich genauso. Ist hier ist irgendwas. Okay, wir haben eine Taschenlampe gefunden, aber noch ist es relativ entspannt. Da brauchen wir eigentlich jetzt noch keine. Hier ist das Standardtelefon und so. Also okay, wir sehen schon, ja, das Radio, was wir schon kennen. Aber ich habe jetzt mal spontan noch keinen Schlüssel gefunden. The door is jammed. Okay. Da ist nichts drin. Da unten drunter ist auch nichts. Ah, hier ist ein... Wow. Ein Room Key. Ja, wow. Und welcher? Wir haben ja hier nur eine Handvoll Bäume. Okay, warte mal. Die war jammed und nicht locked.
Das kriegen wir hin. Hier war keine mehr. Hier brauchen wir ein Passwort. Das heißt, hier Rotlichtraum haben wir. Kämpfen erstmal damit. Wo auch immer jetzt das rote Licht herkommt. Alter, wer hat denn diese Mechanik mit den Türen öffnen entwickelt? Wer hat hier ein Arbeitszimmer, so 5000 Gänge entlang? Okay. 101. Juli. Wir sind jetzt schon im 2. Juli. Ich bin verängstigt. Ich glaube, oder ich vermische immer mehr Realität und was ist Fraktion. Scarlett ist gegangen. Oh, sie hat ihn verlassen. Und nun bin ich allein in diesem großen Haus oder auch nicht. Durch diesen seltsamen Türzeug hier weiß ich nie, ob das jetzt quasi einfach die Tür selber ist oder ob das horrormäßig was sein soll. Auf jeden Fall haben wir einen Raumschlüssel 101 und schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen Raum finden, der abgeschlossen ist. Stimmt, ich glaube, der hier war. Ja. Ich find the key. Ich habe hier gerade die Seite aufgemacht, ne? Aber ist gut. Kann man hier die. Nein. Da haben wir auf jeden Fall ein neues Zettelchen. Er weiß das Datum jetzt gerade nicht mehr. Habe ich diese Tür schon mal gesehen? Man hört Schritte. Jemand schaut mich an. Sie schreien. Don't turn around. Ich soll mich nicht umdrehen. Okay. Na gut. Wie groß ist denn bitte diese Wohnung? Alter. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Das ist doch keine normale Wohnung mehr. Vor allem die Fenster passen doch auch gar nicht zum Gang und so. Wie groß ist das denn? Ich glaube, der Kollege hier dreht auf jeden Fall durch, weil er echt... Und ich drehe durch wegen den Türen. Hui. Haben wir hier was? Standardbuch, aber da ist nichts drunter oder so. Nee. Ist klar, also du hast jammed. Was war das? Ich weiß es nicht. Wir haben nochmal einen Schlüssel gefunden. Warte mal. Waren wir nicht in dem Raum schon mal? Okay, ich habe mich komplett verlaufen, weil ja... Es gefühlt sich hier alles ändert. Nee, das bleibt. Das heißt, hier haben wir die Jammed Doors. Okay. Dann sieht der Raum einfach nur so aus, wie wir ihn schon kannten in dem... Ich nenne es jetzt mal Anfangs-Apartment, wo wir waren. Okay. Jetzt müssen wir doch gleich wieder zu der fetten Kreuzung kommen.
Genau. Wir kamen ja hier von links. Genau, dann gehen wir jetzt einfach mal geradeaus. Also hier machst du deine 10.000 Schritte am Tag allein nur, wenn du von einem Raum zum nächsten läufst. Ich will mich nicht umdrehen. This is our new house. Do you come to visit us? Oh, oh, oh. Wir haben doch da vorne eine Tür gehabt mit einem Zahlencode. 4, 5, 8, 9. Sollen wir den jetzt erst machen oder den Gang erkunden, der da noch ist? Ich bin jetzt dafür, dass wir jetzt einfach den Gang erst noch schnell erkunden und danach zum Zahlencode laufen. Weil ich meine, es ist eine Demo. Wir wissen nicht, wie lange die Demo geht. Deswegen laufen wir jetzt erst hier noch rechts rein und schauen mal, was der Gang bringt. Außer vielleicht noch einen richtigen Jumpscare oder so, weil bis jetzt ist das ja noch nicht so. Okay. Wir haben hier einen Wecker, den wir aber nicht benutzen können. Hier ist auch nichts. Okay, hier ist auch ein Zahlenschloss. Okay, das war jetzt quasi die Demo-Ende, aber wir haben ja noch eine Tür mit Zahlenschloss. Schauen wir mal, ob es das gleiche Schloss ist. Ob es der gleiche Code ist. Also bis jetzt vom Spaß-Level ist es echt okay. Könnte noch gruseliger sein. Also der Gruselfaktor ist jetzt noch nicht so krass. Klar, man hat jetzt hier zwei, dreimal irgendwas gesehen, aber... Oder irgendwelche Geräusche gehört, aber naja. Das haben wir schon in manchen anderen Spielen besser gesehen. Warte mal, von da kamen wir ja, glaube ich. Irgendwo war doch da hinten jetzt so ein Code dann. Aber sonst... Es hat auf jeden Fall auch Potenzial, das Ding. Und hier war das, genau. Dann probieren wir doch jetzt hier einfach auch mal den gleichen Code aus. Schade. Okay, es wäre jetzt schön gewesen. Okay, das war's mit dem Indie-Mashup. Beide Spiele waren nicht schlecht. Scary House hat mir ein bisschen besser gefallen. Obwohl wir da mit diesem Bug nicht weiterkamen, waren im Prinzip beides die gleichen Spiele vom Aufbau. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo und vielen Dank fürs Zuschauen.